So, einen schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen. Sie, die Sie hier zu uns nach Frankfurt heute gekommen sind und natürlich auch diejenigen, die zu Hause oder von wo auch immer bei der YouTube-Übertragung beim Livestream uns heute zuschauen. Mein Name ist Simon Schüler-Klöckner. Ich darf Sie im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung Hessen einerseits ganz herzlich begrüßen, für die ich heute hier bin, sowie im Namen der Evangelischen Akademie Frankfurt, vertreten durch Dr. Eberhard Pausch, der nachher auch moderieren wird. Ja, wir wollen uns heute mit der Veranstaltung beschäftigen unter dem Titel Deutsch denken, die dunkle Seite der Dialektik. Und insbesondere der erste Teil dieses Veranstaltungstitels Deutsch denken ist auch der Titel des Buches, das wir heute maßgeblich als Grundlage für unsere Beschäftigung zu Rate ziehen werden und dessen Autor ich ganz herzlich hier bei uns begrüße, Dr. Alexander Eichele. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Ja, Herr Eichele untersucht in diesem Buch Deutsch denken die Philosophie der neuen Rechten und stellt dabei spannende, sicherlich auch besorgniserregende historische Linien heraus, beginnend bei Johann Gottlieb Fichte und dann sich fortsetzend über die Generationen bis heute eigentlich, wo wir dann eben Phänomene wie völkische Ideologien, Nationalismus, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit in der Geschichte immer wieder vorfinden. Es wäre jetzt ganz nett, würden wir uns hier mit einem abgeschlossenen Prozess beschäftigen, quasi darauf zurückblicken, wie das damals so gelaufen ist. Allerdings, so wird eben auch herausgestellt, ziehen sich diese Linien bis heute fort. Wenn wir eben auch schauen auf Namen wie Höcke, wie Kubitschek, sehen wir, dass sie sich auch nach wie vor großer Aufmerksamkeit und auch großer Anhängerschaft bisweilen leider erfreuen. Auf diese Entwicklungen und auf die mögliche dunkle Seite der Dialektik möchten wir also heute schauen, möchten uns aber auch dann ganz konkret fragen, was bedeutet das eigentlich ganz konkret dann im Umgang mit der neuen Rechten von heute? Große Fragen und ich freue mich, dass wir diese dann diskutieren werden mit Herrn Eichele einerseits und zum Zweiten mit Dr. Alexandra Kurt, die an der Universität Gießen unter anderem auch zum Rechtsextremismus forscht und die dann auch noch mal ganz spannende Einblicke und Perspektiven in die Diskussion einbringen kann. Schön, dass du da bist, Alexandra. Damit auch genug der Vorrede meinerseits und bevor ich an Eberhard Pausch übergebe, dem ich auch für die gute Zusammenarbeit wie gewohnt ganz herzlich danke, wollen wir noch ein kleines Grußwort hören von Heike Hofmann, der Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, die heute auch gerne bei uns gewesen wäre, aber nicht in Präsenz da sein kann und das Ganze deswegen als Video aufgenommen hat, das wir uns nun gemeinsam ansehen können. Ich wünsche allen einen erkenntnisreichen Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Veranstaltung Deutsch denken, die dunkle Seite der Dialektik hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main. Durch die deutsche Geistesgeschichte zieht sich ein dunkler Faden. Denker wie Hegel oder Fichte mit den entsprechenden Nachfolgern von Bergmann haben durch ihre Schriften und ihr Gedankengut auch heute noch einen Nährboden in der neuen Rechten gefunden und tun diese ideologisch speisen. Es freut mich besonders, dass mit dem Wissenschaftler und Autor Dr. Alexander Eichele und mit der Politikwissenschaftlerin Alexandra Kurt von der Universität in Gießen wir heute prominente Vertreter gefunden haben, die diese Historie und ihre Auswirkungen bis zum heutigen Tag auf die neue Rechte beleuchten und vertiefen. Meine Damen und Herren, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind keine völlig neuen Phänomene. Was uns aber besorgen muss, ist, dass nach der letzten Kriminalstatistik wir einen Zuwachs von 23% bei den extremistischen Straftaten haben. Am Bereich des Rechtsextremismus allein ein Zuwachs von 23%. Und 41% der Opfer sind Opfer rechter Gewalt. Meine Damen und Herren, diese Entwicklung müssen wir sehr ernst nehmen. Wir müssen entschlossen uns gegen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten stellen
und einen Maßnahmenkatalog entwickeln, damit die Rechte nicht weiter in unserem Land erstarken kann. Dazu gilt es, in Kita, Schule und Erwachsenenbildung mehr politische Bildung zu implementieren, ein Demokratiefördergesetz auf den Weg zu bringen und auch den Widerstand gegen solche Kräfte in Justiz, Polizei und bei anderen Stellen, auch in der öffentlichen Verwaltung und darüber hinaus, zu stärken. Meine Damen und Herren, es gilt, den Anfängen zu wehren und unsere Demokratie zu verteidigen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend, eine gute Veranstaltung mit vielen neuen Impulsen. Ich möchte mich natürlich zunächst ganz herzlich und auch aufrichtig für diese ehrenvolle Einladung bedanken. Belasse es damit bei den Sentimentalitäten und beginne. Niemand, der noch halbwegs bei Sinnen ist, würde glauben mögen, dass es so etwas wie Deutschdenken geben könnte. Also, dass nicht einfach auf Deutsch in deutscher Sprache, sondern Deutsch in deutscher Art und Weise gedacht würde. Hört man nämlich auf die Vernunft, bekommt man mit, dass so etwas gar nicht geht. Denn, so sagt die Vernunft, Denken in rechter und verstehbarer Weise ist universal und erfordert nicht mehr als die Betätigung der Vernunft, die für jedes Wesen, das eine solche besitzt, dieselbe ist. Dafür sorgen die allgemeinen und formalen Gesetze der Logik. Sie müssen alle beachten, die verstanden werden wollen, damit sie erwarten dürfen, auch wirklich verstanden zu werden. Trotzdem gibt es seit dem 19. Jahrhundert eine genuin deutsche Tradition, die das Gegenteil behauptet und tut. Sie behauptet, dass richtiges, ernsthaftes Denken, wie es einzig und allein zur Erfassung der Wahrheit geeignet ist, tatsächlich unter einer ganz anderen Bedingung steht. Nämlich, dass dieses Denken in deutscher Art und Weise geschehe und dass es auch noch durch Deutsche vollzogen werde, selbstredend auf Deutsch. Denn ausschließlich in solchem Denken läge Vernunft und Wahrheit. Die Vernunft nämlich ist selbst Deutsch und sie spricht auch nur Deutsch. Ich weiß, und ich habe es ja auch schon gesagt, das glaubt kein Mensch. Dennoch möchte ich ein paar prominente Beispiele von Leuten anführen, die genau diese erstaunliche Lehre vertreten. So beginnt etwa die Vorrede zur ersten Auflage von Hegels Wissenschaft der Logik mit der alarmierten Feststellung, dass seit Kant die Metaphysik verloren gegangen sei. Diesen Verlust bedauern oder feiern freilich viele. Hegel erblickt aber nun, ich zitiere, ein gebildetes Volk ohne Metaphysik, wie einen sonst mannigfaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes, Zitat Ende. Offenkundig ist es ein Grund zur Klage, geradezu eine kulturelle Kränkung, die nach sofortigem Ersatz schreit, Zitat, wenn ein Volk seine Metaphysik verliert. Die Grunddisziplin der Philosophie, wenn nicht gar aller Wissenschaft, ist also nicht allgemein für alle zuständig und gültig, sondern volkseigen, ethnisch gebunden. Trotzdem bleibt die neue volkseigene Metaphysik naturgemäß die einzig wahre, weil sie durch Hegels Kopf die Entwicklung des Weltgeists denkt. Fichte geht womöglich noch weiter. Er erklärt nach einiger Vorbereitungen im geschlossenen Handelsstaat und den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters in den Reden an die deutsche Nation umstandslos alle wahre Philosophie und schließlich die Vernunft selbst für Deutsch. Und zwar so sehr, dass beide niemandem anderen als überhaupt nur Deutschen von Herkunft zugänglich seien. Die freilich trotzdem angezielte und aufrechterhaltene Universalität, der nach Fichtes Auffassung
durch seine eigene Wissenschaftslehre gewonnenen wahren Einsicht im Stand der vollendeten Rechtfertigung und Heiligung der nunmehr frei gewordenen Menschheit am Ende der Geschichte erfordert daher zugleich universale Deutschheit. Und selbst in einem scheinbar so aufgeklärten und des Deutschnationalismus so unverdächtigen Buch wie der Dialektik der Aufklärung entschlüpft Horkheimer und Adorno folgender Satz, Zitat: Die Reflexion der Wissenschaft auf sich selbst, das Gewissen der Aufklärung, war der Philosophie, das heißt den Deutschen, überlassen. Zitat Ende. Woher diese Herablassung gegen lautere, schlichte, universale Logik, die auch noch in der Frankfurter Schule spüren sich lässt? Woher diese Verachtung allgemeiner Verstehbarkeit, die Erkenntnis und Wahrheit an die Bedingung der Zugehörigkeit zu einer scharf vom Rest der Welt abgetrennten Gruppe, sei es Schule, sei es Sekte oder Ethnie, knüpft? Die Antwort darauf ist ein bisschen peinlich, liegt aber dafür im Kern jenes Phänomens des Deutschdenkens. Technisch gesprochen besteht sie darin, ganz al giusto Zufälliges zu Notwendigen, zu Idee oder zu Begriff zu erklären. Deutschdenken beruft sich nicht nur gerne und eitel auf Kant, es hängt auch von ihm ab, wofür der arme Mann an dieser Stelle aber wirklich nichts kann. Denn es gebraucht seine Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft schlicht als Lizenz zur Willkür beziehungsweise zu höherem Unfug. Man sieht das etwa an Hegels Dialektik, und zwar schon am Motor, der sie in Gang bringen soll, der Negation, der Verneinung also. Eine Negation setzt entweder einen schlechthinigen, kontradiktorischen Widerspruch und dann folgt keinerlei Bestimmung, also überhaupt nichts aus ihr. Oder sie setzt einen bestimmten, konträren Gegensatz und dann ist dessen Bestimmung vollständig willkürlich, weil sie nicht aus dem, was verneint wird, abgeleitet werden kann. Die Negation der bürgerlichen Gesellschaft kann ebenso gut der Staat sein, wie gelb, flauschig und 800 Kilo schwer. Es ist also keineswegs die strenge Notwendigkeit irgendeines begrifflichen, schon gar keines logischen Prozesses, welche die Dialektik in Gang hält, sondern allein Hegels Kopf mit seinen zufälligen Verbindungen verschiedener Gedanken, womöglich interessanterer als von Normalköpfen, aber deswegen keineswegs notwendigerer. Die Notwendigkeit der Dialektik ist bloß unter allerlei terminologischem Brimborium getarnte Zufälligkeit. Man sieht die Vertauschung von Zufall und Notwendigkeit auch an Fichtes Wissenschaftslehre. Mit ihr ist die eine Wahrheit vollständig erfasst. Nur noch die Welt muss nach ihren Vorgaben eingerichtet werden. So endet nicht nur die Philosophie, sondern auch die Geschichte in einem notwendigen Happy End. Auf dieses Ziel läuft die Geschichte mit Notwendigkeit zu. Demnach sind auch die Umstände seiner Erreichung notwendig. Also sind sowohl Vernunft als auch die Wissenschaftslehre, welche diese aussagt, notwendigerweise deutsch. Wäre Fichte Franzose gewesen, wären sie zweifellos genauso notwendig französisch gewesen. Finden Sie den Fehler. Diese Autorität der mit Aplomb zelebrierten denkerischen Tiefe bei gleichzeitiger begrifflicher Beliebigkeit samt völkischem Ausschließungspotenzial, die ruhmvolle Autorität des deutschen Idealismus ist es, was diese deutsche Art zu denken so attraktiv, ja unwiderstehlich für die sogenannte neue Rechte machen muss und macht. Das war schon bei allen neuen Rechten zuvor, seit dem 19. Jahrhundert so. Egal, ob sie sich in sozialdarwinistische, urnordische
oder politeskatologische oder braune Gewänder hüllten oder sich während und nach dem Zweiten Weltkrieg in den Anzug des deutschen Professors schmissen, wie Arnold Gehlen oder Bernhard Wilms. Diese Begeisterung für erschlichene, falsche Notwendigkeit, einhergehend mit dem Gefühl eigener intellektueller oder moralischer Überlegenheit, dem Gefühl, die Wahrheit zu haben, wenigstens die Bereitschaft dazu, durchzieht seither die deutsche Gesellschaft und tut dies womöglich noch. Vielleicht merkt man die Gewalt dieser machtvollen und genuin deutschen Tradition ja noch in der Neigung der öffentlichen Rede, prinzipiell, immer und überall und zumeist verkehrt, notwendig zu sagen, wo es das Schlichte und Korrekte nötig auch getan hätte. Die Neigung jedenfalls des Panoptikums, das die jetzige neue Rechte von Kubitschek bis Höcke darstellt, zu Autoritarismus, gar Totalitarismus, zu Isolationismus als sogenannten Ethnopluralismus, geteilten Rassismus, zu Nationalismus und Chauvinismus sowieso, diese Neigung wurzelt teils in den angeführten Eigenheiten eines sich selbst als deutsch verstehenden Denkens, teils findet sie im deutschen Idealismus, Schelling ausgenommen, durchaus exemplarische Vorbilder. Unter dem Schatten dieser Autorität, dieses ja durchaus berechtigten philosophiehistorischen Ruhms und damit unter der Flagge verkehrter Notwendigkeit und gefühlter, ins Zufällige verkehrter Vernunft, lässt sich fein gegen allen Universalismus dagegen sein. Überhaupt lässt sich gegen alles dagegen sein, was nicht zur erträumten Idee oder zum eingebildeten Begriff eines absoluten bzw. totalen Staates passt. Zu ihm allein nämlich gehört die organische, quasi biologische Einheit eines homogenen Volks. Seine Exemplare formieren ihn in dankbarer Ausübung ihrer eingebildeten Pflicht zur Eliminierung ihrer eigenen Individualität, die vollständige Abgesichertheit durch die Staats- und Volksgemeinschaft und dem Hochgefühl einer solchen zuzugehören zum Opfer gebracht wird. Die Durchschnittsexemplare jenes Volks lassen sich durch ihre begabteren Höheren an der Spitze eventuell ein Zwinger zum Deutschtum von fichtescher Denkleistung in ihre für den allumfassenden Staat optimalen Funktionen ein- und zuweisen und dort verbrauchen, bis Ersatz nötig ist. Gegen solche Rundumversorgung und Verplanung mucken werden sie nicht. Schließlich handeln sie ja aus seit Kindheit durch alle Bildungsanstalten hindurch andressierter, vernünftiger Einsicht. Denn in solch fraglosem Gehorsam allein liegt die Freiheit, wie sie als Idee des Staates verstanden wird. Hier, in ihm, ist am Ende alles politisch. Und genau darin, dass alles politisch sein soll, besteht das Prinzip des Totalitarismus. Womit ich am Schluss und beim Feind der neuen Rechten einst und jetzt angelangt wäre. Es ist der von Ihnen selbst so ausgezeichnete Liberalismus. Denn der Liberalismus nimmt sich heraus, das Individuum in die Mitte allen politischen, rechtlichen und moralischen Bemühens zu stellen. Er billigt ihm unveräußerliche Rechte ohne jede Ansehung von Herkunft und Zustand zu, also notwendigerweise jedem einzelnen Menschen und auch gegen den Staat oder jede andere Gemeinschaft. Der Liberalismus, oder wie man es sonst nennen mag, tut dies aber nicht aus Gnade, sondern weil er erkannt hat, dass die Vernunft und damit auch die Rechte, die aus ihr folgen, universal sind. Der Feind der neuen Rechten steht also, kurz mit dem hier einschlägigen Schimpfwort gesagt, im Westen. Solange dieser noch durch den Vernunft- und Menschenrechtsuniversalismus der Aufklärung bestimmt wird. Die genau dagegen gerichtete Affinität zu horribile dictu ausländischen Diktatoren, je rücksichtsloser und nationalistischer, umso besser, spricht schon für sich. Also kann ich hier zu sprechen aufhören. Danke.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Eichele, für diesen einführenden Vortrag, der uns in eine denkerische Linie hineingenommen hat, die wahrscheinlich vielen von uns so gar nicht bewusst war oder ist. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die neue deutsche Rechte, Sie haben die Namen Götz Kubitschek und Björn Höcke genannt, das sind ja zwei dieser zentralen Figuren der neuen deutschen Rechten, dass die zurückgehen auf denkerische Impulse, auf denkerische Motive, auf auch Konzeptionen, die 200 Jahre alt sind. Sie haben Fichte, Sie haben Hegel genannt und Sie haben auch gesagt, Kant tut man Unrecht, wenn man ihn zum deutschen Idealismus in diesem Sinne rechnet. Und Sie haben auch für Schelling eine Ausnahme reklamiert. Das ist ja so, wenn Sie Philosophie-Lehrbücher lesen, dann ist das so alles eine große zusammengehörige Menge. Kant und dann folgen Fichte, Hegel und Schelling und eigentlich gehören die alle zusammen. Aber scheint ja nicht ganz so zu sein und vielleicht können Sie diese Differenzierung noch einmal deutlich machen, so in wenigen Worten. Das wäre meine erste Frage und Bitte an Sie. Die Mikrofone sind schon eingeschaltet, Sie bedienen sich einfach. Ja, also ich bediene mich des Mikrofons und bemühe mich um die wenigen Worte. Natürlich ist Epochenbezeichnungen sind immer Epochenbezeichnungen, immer Hilfsschubladisierungen, das ist klar. Und ebenso ist es auch nicht so, dass der ganze Idealismus eine Soße ist. Also man sollte jedenfalls Kant rausnehmen, weil der sowieso nicht zum klassischen deutschen Idealismus gezählt wird, weil Kant ist sich über die Funktion der Ideen völlig klar und er ist ja der Auffassung, es findet sich in der sogenannten Antinomienlehre, dass sowieso nur drei Ideen notwendigerweise gedacht werden müssen, nämlich Gott, Freiheit und die Unsterblichkeit der Seele. Und ob darüber wahre Aussagen gebildet werden können, das ist eben nicht entscheidbar. Und damit ist quasi der Idealismus für Kant soweit erledigt. Ja? Anders ist es bei den genannten Dreien, ja, also Schelling nehme ich jetzt einfach deswegen raus, weil der war viel zu versponnen und hat sowieso sich mehr um die Naturphilosophie gekümmert und viel, viel weniger um ein Komplettsystem, das vor allem Staats- und Rechtsphilosophie mit einschließen sollte, womit ja immer alles aufhört. Also wenn Sie die Architektur bei Hegel betrachten, dann kommt zuerst irgendwie so eine Art Erkenntnistheorie. Ich sage das aber alles nur in Anführungszeichen, weil in Wirklichkeit ist es anders und vollständig unverständlich. Zuerst hat man halt so eine Art Erkenntnistheorie in der Phänomenologie des Geistes und dann kommt die Metaphysik, die originellerweise Wissenschaft der Logik heißt, mit Logik aber gar nichts zu tun hat. Und dann kommt die komplette Moralphilosophie und Ethik und das sind die Grundlinien der Philosophie des Rechts, die kulminiert in der Staatsphilosophie. Und in der Staatsphilosophie soll eben diese ganze denkerische Linie, die da irgendwie aufgebaut worden ist, mit, wie ich finde, mit Taschenspielertrickmäßigen Mitteln, in eins gefasst werden, in ein historisches Ziel, nämlich das des absoluten Staats, bei dem dann auch alles wirklich aufhört. Ja, also es gibt dann schon noch Leute und so, die wurschteln dann in dem Staat so vor sich hin, immer in der gleichen Weise, wenn die Funktionen, Funktionsträger irgendwie verbraucht sind, dann werden die ersetzt und dann ist gut, aber es geht da nicht mehr weiter. Ja, mit dem absoluten Staat ist das Ende der Geschichte und der kompletten Mühe der Menschheit erreicht. So bei Hegel, jetzt sehr, sehr grob. Ein Hegel-Fan würde mich jetzt ans Kreuz nageln, das ist klar, aber dann nagel ich zurück. Und bei Fichte ist es ganz ähnlich. Da läuft auch so eine Entwicklung. Die Entdeckung der Wissenschaftslehre, die erfolgt durch Fichte selber, Wissenschaftslehre ist Fichtes Wort für Philosophie, aus der Wissenschaftslehre nach Fichte kann man laut Fichte und wenn man selber Fichte ist,
alles Weitere, was erforderlich ist, um die Menschheit glücklich zu machen, ableiten. Das ergibt dann witzigerweise auch einen absoluten Staat, der heißt auch so, gelegentlich heißt er auch totaler Staat. Und auch mit diesem totalen Staat, der dann universal gedacht wird, aber eben witzigerweise als deutscher Staat, mit diesem totalen Staat hört auch die Geschichte auf. Und ebenso sind alle glücklich und zufrieden. Das sind Vorstellungen, die Sie bei Kant überhaupt gar nicht finden. Und bei Schelling auch nicht, weil ihm solche Sachen egal waren, glaube ich. Das ist quasi die Differenzierung, von der ich finde, dass man sie machen muss. Und genau deswegen sind auch Autoren wie Hegel oder Fichte sehr, sehr interessant für die politische Verwertung. Schon einfach übrigens auch aus dem Grund, weil Hegel und Fichte seit Hunderten von Jahren anerkannte, auch zu Recht anerkannte, Groß- und Schwerdenker und Groß- und Schwerautoren sind. Das ist quasi so die Höhenkammautoren der Philosophiegeschichte und es adelt einen natürlich, wenn man sich an die anschließt. Also man kann da von, wie soll ich sagen, Selbstadelung durch Ahnen, durch Ahnenforschung sprechen, wenn man so möchte. Also es macht einfach was, es macht mehr her, wenn man sich auf Fichte oder Hegel beruft oder sagen kann, ja schon bei Fichte, schon bei Hegel ist es so und so, als wenn man irgendwie Fritz Müller oder sonst jemand nimmt, ist ja völlig klar. Nun ist es ja so, dass Götz Kubitschek, dieser ja, Denker, der Vordenker der neuen Rechten, der in, wie heißt Volksroda, da Schnellroda heißt es nicht, da hat er sein Institut für Staatspolitik etabliert und hat einen Verlag gegründet, den dann Taios Verlag, der gibt dann eine Zeitschrift heraus, Sezession, seit 20 Jahren und da kommt dann ganz viel Gift raus und dieses Gift hat zum Beispiel die Alternative für Deutschland, die Pegida und die identitäre Bewegung in gewisser Weise gespeist. Und Herr Kubitschek hat ja nicht unmittelbar ständig auf Hegel oder Fichte zurückgegriffen. Da gibt es ja Zwischeninstanzen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, wenn Sie da mal ein paar Namen nennen. Die werden gar nicht so berühmt und bekannt sein wie Hegel und Fichte, aber die sind ganz wichtig, weil die in den Bücherregalen stehen, weil sie über diesen Herrn Kubitschek vertrieben werden und weil sie in toxischer Weise in unsere Gesellschaft hineinwirken. Vielleicht einen Namen hatten Sie ja schon mal genannt, nennen Sie noch mal ein paar andere, dass wir mal so ein Spektrum ein bisschen abgreifen. Einfach mal nur nennen. Ja, das ist so eine Art Panoptikum. Ich kann einfach nach rückwärts gehen. Ja, also der zuletzt, quasi immer nach dem zuletzt Verstorbenen, ja, zuletzt verstorben Bernhard Wilms, seines Zeichens Professor für Politologie an der Ruhr-Uni in Bochum, Autor eines Buchs, das heißt Die deutsche Nation, das in Auszügen in Kubitscheks Verlag auch veröffentlicht worden ist. Sicherlich den meisten von Ihnen bekannt wird auch der Name Arnold Gehlen sein, ehedem ordentlicher Professor an der Uni in Aachen. Und dann wird so etwas obskurer, aber so ein klassischer Autor für diese Art politische Philosophie zu betreiben, ist Arthur Möller van den Broek. Das war ein freier Autor in den 20er Jahren, der auch von Hitler gewonnen werden sollte für seine Bewegung, aber dem war, Van den Broek fand Hitler zu vulgär und das hat ihn nicht interessiert, aber gepasst hätte es sehr, sehr gut. Autor des Buchs Das Dritte Reich. Und dann gibt es eben so einen sehr, sehr preziösen Autor, der aber für die ganze pagane, wie soll ich sagen, ja, nordisch-mystische Richtung der neuen Rechten und der jüngeren Kameradschaften wichtig ist, obwohl die ihn garantiert nicht so im Original gelesen haben, aber das wird so vermittelt über verschiedene kleinere und Zwischenträger. Hermann Wirth, der Aufgang der Menschheit, das war so ein, der hat sich
die Ur- und Frühgeschichtsforschung der Nordik ausgedacht, war nie an einer Universität, hat immer frei gearbeitet, unter anderem war er finanziert und beschäftigt von der SS-Organisation Ahnenerbe, hat ein dickes Buch geschrieben, in dem mehr oder weniger steht, dass alle Kultur vom Nordpol kommt und sich dann weiter nach Süden ausbreitet und halt dann immer, je südlicher sie kommt, desto schwächlicher und verwässerter wird sie und jetzt muss sie wieder zurück nach Norden. Jesus Christus übrigens auch vom Nordpol, alles hochoriginell. Wird aber gelesen, also auch neu aufgelegt worden. Und wen man auf gar keinen Fall vergessen darf, um quasi die naturwissenschaftliche Linie und Absicherung zu erhalten, ist Ernst Haeckel. Also der Haeckel mit den Wunderformen der Natur, der so schön diese Polypen und Korallen und so weiter gemalt hat, der hat ein riesiges populärwissenschaftliches Werk geschrieben, so, ich glaube 10 Bände, Vortragsreihen, der Erfinder des Monismus und sicherlich einer der härtesten und vor allem auch verbreitetsten, also der hatte Auflagen von 50.000 und so weiter, seinerzeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, einer der allerschärfsten Vertreter des Sozialdarwinismus, inklusive Euthanasie, inklusive, also Euthanasie würde ich sagen, in einer Premiumform, ja, also weil die Euthanasie auch auf die dann später im Nationalsozialismus wichtige Form des Gewohnheitsverbrechers, überhaupt des Verbrechers, des latenten Arbeitslosen und überhaupt aller Behinderten und überhaupt rassisch nicht hochstehenden Wesen ausgeweitet wurde. Ernst Haeckel hat dem Naturforscher und großen Naturforscher Ernst Haeckel ist immer noch in Jena ein großes Museum gewidmet. Allerdings werden die Schriften, die ich jetzt angeführt habe, von den wissenschaftlichen Kollegen in der Regel weder rezipiert noch zitiert. Das gilt auch für die anderen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe. Also mir scheint es jedenfalls nach dem, was Sie eben ausgeführt haben, dass dann die Verbindungen der geistigen Art eher dicke Stricke sind als bloß lose Fäden. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist diese Art des Denkens, dass man sagt, national statt rational, Deutsch sein versus Ausländerei. Ausländerei ist ja ein Terminus, den Fichte verwendet hat in seinen Reden an die deutsche Nation. Und total versus liberal. Das scheinen mir so drei Stränge zu sein, die diese Personengruppen, diese Denker miteinander verbinden. Das ist ja noch viel weiter verbreitet. Ich sag mal Martin Heidegger, der nicht unmittelbar von Hegel und Fichte herkommt, aber jedenfalls hat er gesagt, nur wenn man Deutsch denke, könne man philosophieren. Ja, also im Griechischen ging es auch noch zur Not, ne? Aber da ist ja die Seinsvergessenheit hat er ja schon angefangen und jetzt erst im deutschen Denken kann das Sein wieder entdeckt und gewonnen werden. Also es ist weit verbreitet und ich gehe noch einen Schritt weiter. Adorno und Horkheimer haben Sie vorhin auch zitiert, da will ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte jetzt erstmal Frau Dr. Alexandra Kurt in das Gespräch einschalten. Ganz kurz eine winzige Bemerkung. Aber also, nur ganz winzig. Ja, den Martin, da würde ich, also mit dem Heidegger, da wäre ich so etwas vorsichtig. Ja, also der hat schon so ein bisschen weitergedacht und der meint vor allem die sehr speziellen Wortbildungsregeln im Deutschen, die sich sehr für Philosophie eigneten. Ja? Also das ist auch oft nicht erfreulich, aber in diesen Kübel gehört er, glaube ich, eher nicht hinein. Ja? Also nur so um jedenfalls war er Mitglied in der NSDAP und Antisemit und. Ich habe über ihn promoviert, ich kenne den Herrn ziemlich gut. Aber jetzt erstmal zu Frau Dr. Alexandra Kurt.
Also Fichte, Hegel, damit fängt so etwas an wie eine spekulative Geschichtsphilosophie, kann man sagen. Ob das nun der geschlossene Handelsstaat ist, das ist so ein ganz erster Anfang, aber bei Hegel ist das ja schon wesentlich weiterentwickelt, der Geist, der im Staat, im absoluten Staat, im preußischen Staat dann zu sich selber findet. Sie kennen das, glaube ich, ganz gut. Sie haben ja darüber auch geforscht und gearbeitet, über diese Art des Denkens. Das ist ein Rahmen, diese spekulative Geschichtsphilosophie für Nationalismus und Bellizismus. Und mich würde interessieren, und das ist die Frage an Sie, ob man diese spekulative Geschichtsphilosophie tatsächlich so weiter fortschreiben kann in unsere Gegenwart hinein. Also welche Stellung hat dabei Marx eingenommen? Wie stand es mit Adorno und Horkheimer? Kann man das auch in diese Richtung rechnen? Und wenn ja, in welcher Form? Das ist natürlich eine sehr große und sehr schwierige Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann oder die man auf alle Fälle differenziert beantworten muss. Ich muss vielleicht dazu sagen, also ich selber bin keine Philosophin, sondern Politikwissenschaftlerin. Und von daher sind wahrscheinlich oder sind einfach die Begrifflichkeiten, die ich verwende, dann auch etwas andere als die, die in der Philosophie verwendet werden. Also wir in der Politikwissenschaft würden jetzt bei dem, was hier als spekulative Geschichtsphilosophie bezeichnet wird, das fällt bei uns unter die Begrifflichkeit deterministisches Geschichtsbild. Ja, also tatsächlich die Vorstellung in der politischen Ideengeschichte oder auch in politischen Ideologien, egal ob es historisch sind oder aktuelle, die Vorstellung, dass die Geschichte in gewisser Weise vereinfacht ausgedrückt einen Anfang und einen Endpunkt hat, natürlich sozusagen in der Regel dann der Gestalt, dass dabei, sonst wäre es ja auch nicht so schön, dass dabei am Ende quasi das rauskommt politisch, was der entsprechende Denker oder die entsprechende Denkerin gerne hätte. Und die gibt es natürlich in ganz unterschiedlichen Varianten. Ja, wir haben die natürlich ganz klar, das ist jetzt hier auch aufgeführt, das spielt in der extremen Rechten eine große Rolle und das kann man genau in dieser Linie ja auch verfolgen und gerade Fichte ist da ja letztlich Klassiker, muss man sagen, in der Art und Weise, wie er sich also gerade in diesem Handelsstaat vorstellt, dass sozusagen ein echter, ein wahrer Staat sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu entwickeln habe und das aber quasi in dem Moment, wo diese Entwicklung genau so abgeschlossen ist, dass das in gewisser Weise, naja, das Ende der Geschichte insofern ist, als dass dann letztlich keine Entwicklung mehr stattfindet. Das ist aber sozusagen nur ein Teil dieser deterministischen Geschichtsbilder. Wir kennen das sozusagen auch von der linken Seite her oder in den linken Vorstellungen, dass wir auch da durchaus mal mehr, mal weniger stark dogmatisch ausgeprägt die Vorstellung haben, dass die Geschichte einen ganz bestimmten Verlauf hat. Das ist natürlich, wenn wir jetzt Marx oder auch Adorno, Horkheimer nennen, deutlich ausdifferenzierter als jetzt bei einem Fichte und auch Widersprüche zulassend. Also das heißt irgendwie nicht in dieser ganz geraden Dogmatik, aber insbesondere dann in der Rezeption, ja, in der Rezeption von Marx finden wir unzählige Werke, wo das dann sozusagen, also wo all das, was bei Marx noch widersprüchlich formuliert wird, im Grunde genommen in eine ganz klassische Dogmatik übersetzt wird und manche kennen das vielleicht noch, also die verschiedenen Lehrbücher, die es so gab, irgendwie in Marxismus, Leninismus, da kann man das dann quasi fast schaubildmäßig, ist das aufgeführt und man kann das sozusagen in entsprechenden Parteikaderschulungen konnte man das sicher einfach auswendig lernen. Natürlich sind sozusagen die Endpunkte der Geschichte jeweils vollkommen andere, wobei interessanterweise, das war mir, bevor ich dieses hochspannende Buch gelesen habe, gar nicht so klar, Fichte ja tatsächlich letztendlich auch
ein Sozialist war in gewisser Weise, also durchaus sozialistische Konzeptionen hatte. Das war mir bei den Sachen, die ich von ihm gelesen habe, so nicht klar, aber das wäre sozusagen durchaus oder ist ja dann auch zum Teil anschlussfähig quasi für entsprechende linke Ideen gewesen. Und die interessante Frage oder das, was für mich als Politikwissenschaftlerin interessant ist, ist natürlich zu analysieren, also jetzt nicht einfach den Umkehrschluss zu sehen und zu sagen, naja gut, wenn die Geschichte, also wenn man das verwirft, ein solches Geschichtsbild, dann ist die Geschichte quasi ohne Sinn, ohne irgendetwas, dann sind das einfach zufällige Ereignisse, die aufeinandertreffen und letztendlich wäre dann vereinfacht gesprochen so etwas wie die Darstellung einer geschichtlichen Entwicklung vielleicht auch gar nicht möglich. Das ist natürlich, würde ich sagen, ist Unsinn. Ja, selbstverständlich kann man durch die Analyse der Geschichte quasi ganz bestimmte Kausalitätsbeziehungen, vielleicht auch Gesetzmäßigkeiten erkennen, aber nicht der Gestalt, dass man daraus nun Schlussfolgerungen ziehen könnte, wie sich die Zukunft gestaltet und schon gar nicht dahingehend, dass man einen wie auch immer gearteten Endpunkt der Geschichte bestimmen kann, weil es dazu einfach viel zu viele Variablen gibt, die man nicht kennt, die man übersieht oder die sozusagen erst in Zukunft auftauchen. Aber wichtig ist, dass dieses deterministische Geschichtsbild letztendlich eines der Strukturmerkmale extremistischen Denkens ist, wie das der Armin Falltrober rausgearbeitet hat, und zwar in Anlehnung oder sozusagen im Weiterdenken von Karl Popper. Natürlich, die Zukunft ist offen, sagt Karl Popper. Und das widerspricht genau diesen deterministischen Tendenzen, die es auf der Rechten und auf der Linken gibt. Und innerhalb der Linken in zwei Varianten sogar, wenn Sie Marx nehmen oder sagen wir die marxistische Dogmatik, dann vielleicht eher in einer optimistischen Variante. Und wenn Sie Adorno, Horkheimer lesen, dann ist es eher eine kulturpessimistische Variante. Also es gibt beide Richtung, aber immer deterministisch, und insofern, Popper, ist das genaue Gegenteil. Ich hatte Herrn Eichele gebeten, er soll mal ein paar Namen nennen, und er hat natürlich vor allem die Philosophen, Naturphilosophen dann benannt. Nennen Sie vielleicht doch auch mal ein paar Namen, und zwar eher so aus dem Bereich jetzt, wo Sie kompetent und zu Hause sind, Politik, vielleicht auch ein bisschen Wissenschaft. Welche Zwischenglieder gab es da in die Gegenwart hinein? Zwischenglieder im Hinblick auf die Fichte-Hegel bis Kubitschek-Höcke. Okay, welche würde ich da nennen? Sie haben ja interessanterweise geschrieben, dass man den Anfangspunkt, den müsste man bei Fichte setzen in dieser Betrachtung, aber sozusagen welche Theoretiker man quasi danach nennen oder dazwischen nennen könnte, das sei quasi beliebig oder da könnte man irgendwie eine ganze Reihe von anderen nennen. Also mir fallen da natürlich Theoretiker oder Historiker, Politikhistoriker aus dem Kaiserreich ein, ganz berühmt oder ganz bekannt, berüchtigt irgendwie natürlich Treitschke, der genau solche Vorstellungen vertritt, aber dann auch eine ganze Reihe, wenn wir dann weitergehen in das 20. Jahrhundert, eine ganze Reihe von Autoren der sogenannten konservativen Revolution. Sie lehnen den Begriff ab, ich verwende ihn jetzt nochmal trotzdem, weil er natürlich in der Politikwissenschaft ein gängiger Begriff ist. Also all derjenigen Denker in der Weimarer Republik, die sehr, sehr unterschiedlich waren und sich auch selber natürlich nicht als, da haben Sie ja recht, die haben sich nicht als gemeinsame Strömung oder sowas verstanden, aber sie waren sich einig darin, dass sie diese deutsche Demokratie oder diese Demokratie auf deutschem Boden abgelehnt haben, interessanterweise ganz häufig mit dem Argument, die Demokratie sei den Deutschen wesensfremd. Das ist ja im Grunde genommen sozusagen das Umkehrargument von dem, was Sie bei Fichte gesagt haben. Also wenn es dem Deutschen gemäß ist,
dass den Deutschen die Vernunft innewohnt und dass deshalb auch dann nur die Deutschen Philosophie betreiben können, dann ist es sozusagen, ist das, wenn man so will, die Antithese, dann aus dieser Perspektive nämlich zu sagen, und deshalb ist das deutsche Ideal ein anderes Ideal als die Demokratie, und die Demokratie ist eine französische Erfindung und hat im Grunde genommen quasi in Deutschland nichts zu suchen, sondern damit sollen die Franzosen glücklich werden, wenn man quasi etwas liberaler in Anführungszeichen denkt, oder ansonsten, manche waren auch der Auffassung, man müsse das sozusagen dann auch den anderen aufoktroyieren, dass sie eben nicht demokratisch sein sollen. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Theoretikern. Wen nenne ich denn jetzt mal? Müller-Vandenbroek haben Sie schon genannt. Oswald Spengler gehört da auch rein, auch wenn er sozusagen ein anderes Geschichtsbild vertritt, nämlich eine zyklische Geschichtsauffassung hat, aber sozusagen ansonsten kann er an anderen Punkten durchaus an dieses Denken anschließen. Und wenn wir dann quasi weiter in die Bundesrepublik Deutschland gehen, dann haben wir im Grunde genommen, also ganz egal, welche Phase des Rechtsintellektualismus wir uns anschauen, haben wir immer wieder sozusagen Denker, die genau sich in diese Tradition stellen. Und wir haben auch gesellschaftliche Organisationen oder Institutionen, wie beispielsweise die Burschenschaften und andere, das ist ja eigentlich eines meiner Hauptforschungsfelder, die genau diese Art zu denken, diese Art der Philosophie, diese Art der politischen Theorie und der politischen Ideologie hoch und runter diskutieren und das aber auch gleichzeitig auch sowas wie Institutionen sind, die das in die öffentliche Debatte reintragen. Ja, nun hat ja nicht jeder irgendwie Fichte gelesen oder Hegel gelesen oder sowas, aber es gibt dann quasi Institutionen oder Organisationen in diesem Fall, die im Grunde genommen das runterbrechen. Natürlich verkürzt und oftmals quasi mit viel weniger Begriff, noch weniger Begrifflichkeit und überhaupt keiner Definition, aber so, dass das quasi auch für einfachere Menschen verständlich war und quasi seinen Weg in die Gesellschaft gefunden hat. Also mit Breitenwirkung. Genau, mit Breitenwirkung. Ja. Ich würde gern noch mal, Herr Dr. Eichele, zu Ihnen zurückkommen. Und zwar Stichwort Dialektik-Tick. Ja, Ihre Kritik an diesem dialektischen Denken, das ist ja so ein Grundargument in Ihrem Buch, und das finde ich auch sehr wichtig und überzeugend. Also was bei Catweasel in diesem schönen Film Der Elektrik-Trick ist, also wenn der Strom funktioniert plötzlich, das ist bei diesen Denkern Hegel angefangen bis hin zu den neuen Rechten, aber auch zu vielen neuen Linken, ist es die Dialektik. Können Sie dazu ein bisschen was noch ausführen, was daran das eigentlich Problematische ist? Naja, ich habe versucht, das eigentlich Problematische schon so etwas anzureißen, und ich kann das höchstens noch so ein bisschen vertiefen vielleicht oder ausdifferenzieren. Das Problem an der Dialektik ist, wenn ich das jetzt so ganz runterbreche, also was jetzt nicht nur mich stört, die Kritik, die ich jetzt vorhin vorgetragen habe, die leuchtet eigentlich sofort ein, und weil sie sofort einleuchtet, gibt es die Kritik auch schon seit 1823. Da hat der große, kennt kein Mensch mehr, aber der große Friedrich Adolf Trendelenburg seine logischen Untersuchungen veröffentlicht und hat also die Hegelsche Dialektik einer an die 100-seitigen Analyse unterzogen, mit ganz, ganz vielen Zitaten. Das ist perfekt gemacht, es ist wasserklar. Es ist ein philosophischer Text, den man, während man ihn liest, sofort versteht, weil er wasserklar ist. Also es ist wunderbar. Ja, Trendelenburg ist leider Gottes weitgehend vergessen. Es gibt aber in Eutin gibt's ein Täfelchen an seinem Geburtshaus, immerhin. Der Generaleinwand gegen Dialektik, den jeder eigentlich haben muss, der sich so wenigstens so ein bisschen, also jeder Mensch mit den Grundzügen der Logik vertraut gemacht hat, ist, dass Dialektik immer funktioniert.
Sie ist hinsichtlich ihrer begrifflichen Voraussetzungen vollständig beliebig. Ich kann eine beliebige Position nehmen, also ich nehme irgendeinen Begriff, Stuhl. Ja, Stuhl. Ich setze den Stuhl, also dann ist da der Stuhl, also der Begriff des Stuhls. Okay, und jetzt negiere ich den Begriff des Stuhls. Und Sie werden jetzt sagen, was soll denn das für ein Blödsinn, wie will ich denn den Begriff des Stuhls negieren? Ich weiß nicht, das ist ja keine Arbeitsanweisung. Dann sage ich ja doch, die Negation des Begriffs des Stuhls ist der Tisch, zum Beispiel. Dann kann ich das erklären, weil sich Stuhl und Tisch in irgendeiner, wie auch immer gearteten, zufälligen Beziehung zueinander bestehen. Und die kann ich aber so erklären, dass es ausschaut, als seien Stuhl und Tisch ursprünglich und nicht nur zufällig, sondern notwendigerweise aufeinander bezogen. Und weil ich ja nicht bei der Negation des Stuhls durch den Tisch stehen bleiben kann, brauche ich einen dritten Begriff, der dann, das ist, so heißt es dann bei Hegel, der die aufhebt, der also beide in sich enthält, was im Grunde genommen eine totale Banalität ist. Ja, wenn ich zwei Etwasse habe, Stuhl und Tisch, dann kann ich ohne weiteres einen dritten Begriff suchen, der beide Begriffe enthält. Ich kann zum Beispiel sagen, Möbel. Also kann ich den durch den Tisch negierten Stuhl im Begriff des Möbels aufheben. So funktioniert eigentlich logisch betrachtet Dialektik. Sie nehmen einen beliebigen Begriff, es muss nur irgendein Etwas sein, das Sie der Möglichkeit nach wenigstens definieren können, aber nicht definiert haben müssen, um Gottes Willen, ja, so streng sind wir nicht. Dann negieren Sie den mit irgendetwas anderem. Ich hätte jetzt auch Gelbbauchunke oder sowas sagen können. Ja, das wäre gerade so gegangen. Ja. Und dann brauchen Sie einen dritten Begriff, der beide in sich einschließt. Im einen Fall habe ich Möbel gesagt, und wenn ich jetzt den Stuhl mit dem Begriff Gelbbauchunke negiert hätte, dann hätte ich als dritten Begriff Ding genommen. Weil ein Ding ist noch alles und jedes. Im Begriff des Ding oder des Etwas, und jetzt das sagen wir es einmal ganz hochgestochen, des Seins oder auch des Seienden, was ja bei Hegel dann am Schluss rauskommt, ja, also weil Sein nichts werden heißt, am Schluss kommt das Seiende, also das Ding, dann ist das enthalten, ich habe das aufgehoben, habe wunderbare dialektische Linie gebildet, die ist natürlich völlig sinnlos, das ist ganz klar, die ist kompletter Humbug, aber ich kann das machen. Und wenn ich das geschickt anstelle und natürlich gut aristotelisch sage, es macht nur Sinn, irgendetwas zu verneinen, wenn es in irgendeiner Weise auf einer gleichen gattungsmäßigen oder begrifflichen Ebene steht, dann kann ich das so verkaufen, als würden diese Positionen, Negationen, Negationen der Negationen und Aufhebungen in einer notwendigen prozessualen Reihe immer weiterlaufen. In Wirklichkeit ist es nichts anderes als die Gedankenassoziation in dem Kopfe, der diese Reihe jetzt bildet. Denn es gibt keinerlei Grund dafür, keinen logischen, in der Regel wenigstens keinen logischen Grund und auch sonst keinen Grund, warum jetzt der erste Begriff ausgerechnet durch den nächsten Begriff verneint oder negiert werden soll. Denn ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das ist das uralte Argument von Trendelenburg, man darf das auch nehmen, weil es besser nicht geht. Ja, also die Wahrheit bleibt wahr, auch wenn sie irgendwie 200 Jahre alt ist. Im einen Fall habe ich einen schlichten Widerspruch und damit sage ich gar nichts aus. Dann ist die Negation von Stuhl einfach nicht Stuhl. Und nicht Stuhl kann alles sein, außer Stuhl. Also ob jetzt der dritte Stern rechts von Bethalgeuze ist oder das Fenster oder die Gelbauchunke, total egal. Es wird auch nicht weiter bestimmt, es heißt einfach nur nicht Stuhl, Ende, aus, fertig. Beliebiger Rest. Wenn ich sage, ich setze einen bestimmten Gegenstand als reale Opposition, also ich negiere den Stuhl vermittels etwas eines bestimmten anderen Etwas, zum Beispiel Gelbbauchunke, zum Beispiel Tisch, ja, dann
ist das natürlich auch klar, die Gelbauchunke ist nicht Stuhl, negiert also Stuhl, aber alles andere negiert auch Stuhl. Und so ist es in der Dialektik. Das berühmteste Beispiel ist tatsächlich vielleicht bürgerliche Gesellschaft und Staat. Natürlich klingt es schicker, wenn ich sage, der Staat negiert die bürgerliche Gesellschaft bestimmt, als wenn ich sage, die Gelbauchunke negiert die bürgerliche Gesellschaft bestimmt. Aber es ist exakt dasselbe, was passiert, strukturell betrachtet. Und deswegen würde ich sagen, dass das Grundargument, dass man gegen Dialektik, diese Form von Dialektik haben sollte und muss, ist, dass sie schlechterdings beliebig ist. Dass kein Begriff in der dialektischen Reihe tatsächlich strikt mit Notwendigkeit begründet werden kann, dass er da steht, wo er steht. Und das heißt nichts anderes als Beliebigkeit. Im Übrigen, in den Logiklehrbüchern früher, also weit vor Hegel, bis zum 18. Jahrhundert, gab es auch immer ein Dialektikkapitel. Und das Dialektikkapitel beschäftigte sich mit den Schlüssen der Wahrscheinlichkeit nach und mit den scheinbaren Schlüssen. Also Schlüssen, die wahr aussehen, die aber in Wahrheit falsch sind. Und insofern ist es eigentlich auch ganz schön, dass das dann später, dass das Wort Dialektik dann später für diese Art von Denkmethode genommen worden ist. Soweit könnte ich das. Ja, vielen Dank. Sie haben das ja sehr präzise ausgeführt und das Beispiel von Stuhl und Tisch, das steht einem so unmittelbar vor Augen, gerade hier in der Akademie, wo wir Stühle und Tische haben und Menschen, die drauf sitzen. Und ja, leider muss man sagen, hat die Dialektik nicht nur in der Rechten sich ausgebreitet wie eine Hydra, sondern auch auf der linken Seite durch Marx unter anderem. Das nennt sich dann materialistische Dialektik, aber es begeht natürlich genau die gleichen Fehlschlüsse. Und wenn Sie, wir sind ja hier in einer Veranstaltung im Rahmen eines Projekts zur Frankfurter Schule, wenn Sie da in Grundwerke der Frankfurter Schule hineinschauen, Adorno, Horkheimer, Sie haben es schon genannt, dann finden Sie solche Sätze, die von Unsinn geradezu strotzen. Ich nenne mal einen von Adorno: Der Satz, dass die Wahrheit das Ganze sei, erweist sich als dasselbe wie sein Gegensatz, dass sie jeweils nur als Teil existiert, ist schlichter Unsinn. Oder, und jetzt komme ich zu einem Denker der Frankfurter Schule aus der aktuellen Generation. Der hat 2021 den Satz geschrieben, Christoph Mencke, wenn Ihnen der Name was sagt. Christoph Mencke, also ein Urenkel von Adorno. Und was schreibt er? Die kritische Differenz besteht zwischen Nichtbewusstem und Nichtbewusstem. Also es gibt eine Differenz zwischen A und A. Auch das ist natürlich absoluter Unsinn, aber mit dieser Art von Texten, man kann ja diese Dialektik als eine Maschine verstehen. Mit dieser Art von Texten, die aus dieser Maschine kommen, kann man ganze Bücher produzieren. Und das wird leider gemacht. Und das zerstört die Vernunft von innen her. Ob es jetzt rechts oder links genutzt wird, es zerstört, würde ich so sehen, die Vernunft von innen her. Und diese Bewegungen, die leben auch davon, dass Vernunft systematisch kritisiert und zerstört wird. Dann kommt Unvernünftiges raus und es entsteht Destruktives. Und ich will jetzt mal wieder zu Frau Dr. Kurt gehen. Sie haben vorhin schon das Stichwort Burschenschaften genannt. Das sind ja so Transmissionsriemen, solche Organisationen, die unsere Gesellschaft subkutan durchziehen. Man merkt oft gar nicht, dass sie da sind. Also als Student merkt man es oder Studentin merkt man es vielleicht noch. Ich habe in Marburg studiert in den 80er Jahren. Da waren die relativ präsent. Die liefen da in vollem Wichs rum und am 1. Mai hat man sich betrunken, wenn man ordentlicher Burschenschaftler war und hat die Mädchen in der Oberstadt belästigt. Und wir Jusos, die wir damals waren, haben dann die Internationale angestimmt, um denen was entgegenzusetzen. Also da merkt man, die sind da
Aber ansonsten sind die ja auch geschlossene Gesellschaften, fechten ihre Mensuren aus oder auch nicht, je nachdem, ob schlagend oder nicht schlagend. Danach, wenn die sich später mal auf Stellen bewerben, dann teilen die das gar nicht mit, dass sie Burschenschaftler sind. Das kommt dann vielleicht raus, wie kürzlich mal bei einem sächsischen Landesbischof, und dann muss der zurücktreten, nicht? Aber an und für sich, bei vielen werden wir es wahrscheinlich gar nicht erfahren. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was aus Ihren Forschungen. Da bin ich ganz gespannt über die Burschenschaften, wie die funktionieren und wie die subkutan wirken. Und ja, wie Sie das einschätzen im Rahmen unserer Gesellschaft. Vielleicht an einem Punkt eine ganz kleine Berichtigung bei dem Bischof, um den es ging. Den sächsischen Bischof. Das war kein Burschenschafter, sondern ein Landsmannschafter. Kleine, aber feine Differenzierung, ist auch ein schlagender Verband, aber wie gesagt, der wäre vermutlich, da würden Sie jedenfalls von vielen Stellen irgendwie Gescholtenes bekommen, dass Sie die Begriffe durcheinander bringen. Da würde ich aber geschlagen werden, obwohl nein, er auch schlagend geschlagen ist. Geschlagen würden Sie nicht werden, aber das würde man Ihnen übel nehmen. Das Interessante ist ja, dass im Grunde genommen tatsächlich die Burschenschaften entstehen Anfang des 19. Jahrhunderts, also im Grunde genommen zeitgleich zu dem, was sozusagen hier in diesem Deutsch-Denken-Buch quasi mit Fichte beginnt. Und Fichte ist natürlich auch eine ganz wichtige Figur für diese Urburschenschafter, wie sie sich ja quasi selber genannt haben und selbst verstanden haben, genauso wie Luther eine ganz wichtige Figur gewesen ist, denn das allererste Wartburgfest ist ja unter anderem quasi als Datum gewählt worden, quasi zur Begehung des Jahrestages des Lutherschen Thesenanschlags. Und das war sozusagen einer der ganz wichtigen Bezugspunkte für diese Burschenschaften. Und das Entscheidende war außerdem, dass sie sich als Teil der deutschen Nationalbewegung verstanden haben. Und den deutschen Nationalstaat, den gab es ja noch gar nicht. Und das erklärt, oder das ist jetzt das, was mich natürlich als Politikwissenschaftlerin, die immer auch historisch, oder ich muss dazu sagen, ich kann Politikwissenschaft nicht anders denken als in einer historischen Perspektive. Das ist im Moment nicht ganz so hip, aber für mich ist das quasi schwierig, Politikwissenschaft nur zu begreifen in der Betrachtung aktueller Gegebenheiten. Ich habe dann immer den Eindruck, da versteht man gar nicht, warum, wieso, weshalb, wenn man nicht in die Geschichte zurückgeht. Also von daher habe ich immer einen historischen Blick drauf bei allem, was ich mache. Und wenn man jetzt sozusagen diese philosophischen Debatten oder diesen philosophischen Gestus und diese philosophischen Auffassungen, also wenn man der Auffassung ist, dass man das auch erklären kann, also wie kommt es überhaupt dazu? Also wenn man jetzt nicht einfach das nur betrachtet als Gedankengebilde von mehr oder minder schlauen oder auch weniger schlauen Geistesgrößen, die das zu Papier gebracht haben und dann entsprechend Einfluss gehabt haben, sondern wenn man auf die soziale und politische Ebene geht, dann ist sozusagen in diesem Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie sind wichtige historische Momente, um zu begreifen, wieso sich dieses Denken so und vielleicht auch nicht anders entwickelt hat. Denn es war im Grunde genommen, da spreche ich mit Norbert Elias, der das irgendwie sehr ausführlich in seinem Prozess der Zivilisation und auch in seinen Studien über die Deutschen beschrieben hat. Es ist letztendlich dieses Gefühl, in irgendeiner Form historisch zu kurz gekommen zu sein. Also sozusagen das, was für andere Staaten schon selbstverständlich war, dass sie entsprechend Nationalstaaten gegründet haben, dass man das nicht hatte und dass quasi das, was man als Deutschland beziehungsweise damals als Deutschland verstand, man hat es mit T geschrieben, dass das im Grunde genommen kein reales politisches Gebilde war, sondern man hatte den Flickenteppich und man hatte aber den Wunsch und die Vision und die Vorstellung, man möchte sozusagen ein möglichst großes, mächtiges Deutschland schaffen. Und das wird natürlich also von diesen Philosophen und auch von anderen Wissenschaftlern propagandistisch wie auch denkerisch begleitet und gleichzeitig natürlich von den Studenten aufgegriffen. Und das ist sozusagen eine Vision für die,
die brennen. Und für sich genommen wäre das alles noch gar nicht so dramatisch, wenn nicht quasi aufgrund des Faktums der antinapoleonischen Kriege viele, nicht alle, aber viele davon die Notwendigkeit sahen, ihr gesamtes Denken und auch ihre gesamte politische Praxis abzugrenzen von dem, was man als französisch oder welsch bezeichnet hat und auch von dem, was sozusagen jüdisch war. Also das heißt, die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten haben eben dieses Deutschland christlich gedacht und sie haben es im Grunde genommen ähnlich wie Fichte oder auch andere quasi als das einzig wahre großartige, tolle, das, was sozusagen einem die menschliche Vernunft überhaupt gebietet, gesehen. Und dadurch, dass das ja Diskussionen und Debatten waren und auch natürlich Vernetzungen in der damaligen Zeit, dass man wirklich von allen Universitäten gezogen ist auf die Wartburg, das war zu Fuß, ja, also das war ja nicht so wie heute, dass man mit dem 9-Euro-Ticket sich in eine Regionalbahn setzt und dann kann man von überall kommen, sondern das war wirklich aufwendig. Das hat natürlich Wirkung gehabt, denn die sind zurückgekommen und haben das zurück in die Universitäten getragen und haben das dann geschafft mit allerlei Verwicklungen und mal Hochs und Tiefs, aber sozusagen letztendlich das als Organisationsstruktur aufrecht zu erhalten und aber gleichzeitig auch immer dieses Denken, das auf der einen Seite, ich würde mal sagen, gespeist ist von einem unglaublichen Größenwahn. Ja, also das findet man auch bei den Philosophen, das findet man aber auch bei den Burschenschaftern. Also wirklich sich selbst derartig auf einen Sockel zu stellen, dass man im Grunde genommen ja, so hoch, fiktiv so hoch steht, dass man auch tatsächlich alles andere gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen kann. Und gleichzeitig, das ist das Paradoxe dabei, manchmal den allergrößten und banalsten Unsinn von sich zu geben, aber selber zu denken, das sei das Größte überhaupt. Und das Dramatische, würde ich sagen, sozusagen für die deutsche Geschichte, ist tatsächlich, dass die deutsche Elite letztendlich in großen Teilen davon durchdrungen gewesen ist. Das sind ja mächtige Institutionen dann, gerade an den Universitäten des Kaiserreichs gewesen, die auch ein entsprechendes Gewicht haben. 60% der Studenten waren damals Mitglied einer Studentenverbindung, nicht alle in Burschenschaften, aber in vielen anderen. Also das heißt, wer nicht in einer solchen Organisation war, der gehörte irgendwie nicht so richtig dazu. Und natürlich haben die auch versucht, ihre Privilegien zu sichern, auszubauen, und zwar ganz unabhängig davon, wie sich die politischen Zeiten verändert haben. Und das ist, wenn auch in einer abgeschwächten Form, natürlich bis heute so. Auch wenn prozentual der Anteil marginal ist. Wir sind heute vielleicht bei 1% der Studierenden, die Mitglied in einer solchen Organisation sind. Aber in traditionellen Universitätsstädten, ich habe auch in Marburg studiert, allerdings in den 1990er Jahren, da war das auch immer noch so. Und es ist im Grunde genommen bis heute so, da sind die fest verankert und sozusagen auch im Stadtbild präsent. Und sie mischen natürlich, und damit komme ich dann auch zum Schluss des Beitrags, sie mischen natürlich auch in der neuen Rechten mit. Ja, also das ist sozusagen keine getrennten Bereiche, sondern dort werden genau solche Theoretiker, Götz Kubitschek war selber auch Verbindungsstudent, er ist es nicht mehr, allerdings nicht in einer Burschenschaft, sondern in einer Gildenschaft, aber viele sozusagen, die in diesem Bereich publizistisch, politisch, anderweitig tätig sind, haben ihre politische Sozialisation in einer Studentenverbindung beziehungsweise häufig in einer Burschenschaft durchlaufen und im Grunde genommen auf diese Art und Weise auch diese Denktradition so ganz selbstverständlich mit aufgenommen und sie tragen sie natürlich auch weiter. Wenn man sich überlegt, was Sie eben geschildert haben, die Ursprünge der Burschenschaft, diese Urburschenschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die auch auf Fichte zurückgeht oder sich auf ihn berufen hat jedenfalls, dann muss man ja im Blick haben, damals, als Fichte seine Reden an die deutsche Nation gehalten hat, war Deutschland ein besetztes Land durch Frankreich, durch Napoleon, der
damals sich anschickte, Herrscher Europas werden zu wollen. Das hat dann nicht funktioniert, aber Deutschland fühlte sich geknechtet, unterdrückt, unfrei. Und das merkt man natürlich in diesen Reden an die deutsche Nation. Und zugleich erwachte das Bedürfnis, wir wollen etwas Übergreifendes sein. Wir wollen zusammenfügen, was zusammengehört. Die vielen Puzzleteile, aus denen damals Deutschland, das Heilige Römische Reich deutscher Nation in Trümmern bestand, die sollen ein Ganzes ergeben. Und da haben sich, glaube ich, drei Aspekte miteinander vermischt, die dann auch die Entwicklung dieser Burschenschaften, Verbindungen und so weiter bestimmt haben. Nämlich einmal das Nationalgefühl, auch in Form des Nationalismus. Zweitens ein Bedürfnis nach Freiheit, was man sehr gut nachvollziehen kann. Und das hat sich ja dann auch im Hambacher Schlossfest 1832 manifestiert oder bis hin zu 1848 der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche dann, die auch von Burschenschaftlern wesentlich bestückt wurde, ausgedrückt. Also Freiheitsdrang und drittens aber auch eine Bereitschaft, Gewalt auszuüben. Was beispielsweise in der Ermordung Kotzebues 1819 sich ausdrückte, wo der Theologiestudent Ludwig Sand, eben einer der Burschenschaftler, dann meinte, man könne Deutschland nur groß machen, indem man Menschen wie diesen Kotzebue ermordet. Ja, also die Gewaltbereitschaft war eben auch da. Und nun ist der deutsche Nationalstaat entstanden, 1870, 71, mit Verzögerung, wie auch immer. Mit der Freiheit hat es ein bisschen länger gedauert, aber wieso eigentlich kann sich so etwas, eine solche Tradition halten? Über 200 Jahre, obwohl doch eigentlich wesentliche Elemente dessen, was man damals wollte, umgesetzt sind, längst schon. Man hat eine deutsche Nation, nach 1990 sogar wieder eine wiedervereinigte deutsche Nation. Man hat Freiheit in einem demokratischen Rahmen. Wieso dann noch solche Organisationen? Also aus der Perspektive der Burschenschaften und vermutlich auch einer ganzen Reihe der Denker der entsprechenden hat diese deutsche Nationalstaatsgründung einen ganz entscheidenden Fehler. Denn sie enthält quasi nicht das ganze Deutschland, also jedenfalls nicht das, was die sich unter dem gesamten Deutschland vorstellen und von dem viele sagen, Ernst Moritz Arndt, der auch zu den Vordenkern und ganz wichtigen Figuren Anfang des 19. Jahrhunderts gehört, der hätte in seinem Lied »Was ist des deutschen Vaterland?« einmalig und endgültig, das ist ja auch ein interessanter Begriff, diese Frage beantwortet, was des deutschen Vaterland ist. Und das geht in unzähligen Strophen. Dann wird immer gefragt, ist es Bayernland, ist es Frankenland? Und dann heißt der Refrain immer, oh nein, 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 sein Vaterland muss größer sein. Ja, und dann wird das sozusagen durchdekliniert und geht dann sozusagen geografisch schon relativ weit, also umfasst mehr oder minder irgendwie fast das ganze Europa, geht natürlich insbesondere im Osten, sehr, sehr weit nach Osten. Und das Ende dann damit, das ganze Deutschland soll es sein, das ganze Deutschland soll es sein. Das wird bis heute in Burschenschaftskreisen durchaus auch noch gesungen und ist aber sozusagen gleichzeitig eine permanente Demütigung. Also aus diesem subjektiven sozialpsychologischen und vielleicht auch individualpsychologischen Gefühl heraus nach wie vor zu kurz gekommen zu sein und eben nicht das zu haben, was einem zusteht. Und das fand ich so interessant bei diesem fischesten Handelsstaat, dass das Buch kannte ich vorher gar nicht, aber dass der ja der Auffassung ist oder die Idee vertritt, dass sozusagen im Grunde genommen es natürliche Grenzen für Staaten gäbe. Und wenn nur alle sich an diese natürlichen Grenzen halten würde, dann sei auch sowas wie Krieg und Ähnliches überhaupt gar nicht notwendig. Aber es müsse quasi mit dem Volk und mit der Geografie übereinstimmen und dann sei alles super. Und dann müssten diese Staaten im Grunde genommen auch überhaupt gar keine Beziehungen untereinander pflegen.
Und hier haben wir sozusagen, wenn wir von dieser Idee ausgehen, dann entspricht eben quasi das, was der deutsche Nationalstaat historisch gewesen ist, 1870 genauso wenig wie heute, 2022, dann ist er eben nicht das, was man sich vorstellt. Und das ist, das mag einem absurd erscheinen, aber sozusagen, es ist aus der Perspektive von Menschen, die so denken, eine Quelle permanenter Unzufriedenheit, weil man wirklich davon ausgeht und davon überzeugt ist, dass einem das zusteht. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem, das ist das Homogenitätsproblem. Das war im Vortrag auch schon kurz angesprochen worden, denn von Beginn an ist ja die Vorstellung, es müsse quasi ein homogenes, das Volk müsse homogen sein in verschiedenster Hinsicht, beispielsweise im Hinblick auf Religion und Ähnliches. Und das heißt, die zweite Demütigung in Anführungszeichen oder das zweite Problem, das in dieser Sichtweise existiert, ist das im Grunde genommen permanent. Und zwar seit Beginn, also auch schon 1870 und in den folgenden Jahren, dass es permanent irgendwie Zuwanderung gibt und dass das die Bemühungen um Homogenität, um völkische Homogenität auf das Allerempfindlichste stört. Das ist tatsächlich in diesem Denken im 19. Jahrhundert angelegt und wir haben das in unterschiedlichen Worten, also das wird natürlich verbal modernisiert, aber wir haben im Grunde genommen diese Denkstruktur in dieser geistes- und politischen Strömung bis heute. Und dann erhält sich sozusagen, das fand ich sehr interessant, was Sie eben sagten, dann erhält sich sozusagen diese Bewegung, weil unsere Gesellschaft immer offener, migrantischer, pluraler und diverser wird. Als Gegenbewegung gegen diese Diversität und Pluralität. Ja. Ich würde gerne Ihnen als Publikum die Möglichkeit geben, sich jetzt auch mit einigen Fragen zu beteiligen. Sie haben die ExpertInnen hier auf dem Podium sitzen. Und damit Sie in Ruhe überlegen, wer gerne möchte, Sie werden dann gebeten sein, an das Pult zu treten und von dort aus zu sprechen, damit das auch vom Mikrofon her gut zu verstehen ist. Überlegen Sie in Ruhe, was Sie fragen möchten. Wenn Sie was fragen möchten, dann dürfen Sie das gerne tun. Ich will aber jetzt erst noch mal Herrn Dr. Eichele das Wort geben und Sie aus Ihrer Perspektive noch mal bitten, auf das zu blicken, was eben Frau Dr. Kurt ausgeführt hat. Wie nehmen Sie das wahr, diese Bewegungen, diese subkutan vorhandenen Bewegungen? Also ich kann mich da mehr oder weniger komplett anschließen. Es ist ja auch ganz evident, also dass das jetzt Bewegungen wie die jetzige neue Rechte, wie soll ich sagen, ja, mit einer Form von latenter Beleidigtheit auftreten, das ist ja ganz signifikant. Und das war früher bei den früheren neuen Rechten, die es ja auch gab, ja, in den letzten 200 Jahren auch immer so. Und das ist auch, wie soll ich sagen, das ist auch ein Verkaufsargument für die Art und Weise zu denken oder sein zu wollen, dass man nämlich selber beleidigt ist und zugleich eine Überzeugung vertreten kann, die darin besteht, dass die anderen dran schuld sind, aber beliebige andere. Das ist genau das, ich glaube, so kann man das, was Sie auch über Burschenschaften und jetzt, es stimmt ja, dieser Transport, also muss ich das vorstellen, dass eine unsinnige Kränkung, die deswegen beleidigt ist, weil Deutschland nicht von Rhein oder, sagen wir mal, wenn man großzügig sagen soll, vom Ärmelkanal bis zum Ural und von der Nordostsee bis zu den Alpen reicht, ja, darüber ist man jetzt seit 200 Jahren beleidigt. Das kann man im Grunde genommen nur erklären, wenn man dieser Denkungsart versucht zu folgen und auch versucht zu folgen, der irgendwie nachzugehen und sie quasi ins, also quasi rational
zu übersetzen, damit man sie wenigstens verstehen kann, wenn man sie auch nicht nachvollziehen kann. Ich unterschreibe da alles, was Frau Kürt gesagt, und ich möchte auch noch hinzufügen, der Hauptpunkt eigentlich, und das ist ganz schön, dass ich da jetzt drauf komme, der Verkehrung von Zufälligkeit und Notwendigkeit findet sich natürlich im Begriff der Nation selbst. Das, was man Nation nennt, ist ja etwas, das aus dem radikalen geografischen, kulturellen und, wenn Sie so wollen, auch ethnischen Zufallsbündel entstanden ist. Man kann nicht hergehen wie ein Fichte, aber auch wie ein Hegel und wie alle halt danach da so kommen. Ja, man kann da nicht hergehen und sagen, diese Art und Weise und diese Nation, wie sie ist, ist nicht nur unter der Bedingung der Gewachsenheit notwendig geworden, sondern sie ist auch absolut als Idee notwendig. Nationen sind nichts, was irgendwie notwendig ist. Nationen sind zufällig. Und am schönsten ist es, wenn man sich auf eine ganz trockene juristische Definition einigt und sagt, ja, Nation ist eine Ansammlung von Menschen unter demselben Recht. Und dann ist auch gut. Ja? Alles andere, würde ich sagen, sind Hypostasen von Zufälligkeiten, deren letztendlicher Grund, und da schweigt dann muss auch die Philosophie schweigen, sondern vielleicht muss die Psychoanalyse mal wieder ran, die aus irgendeiner Form von einer latenter Beleidigtheit und einem Gefühl des zu kurz gekommen Seins herrühren. Das sind aber Tümpel, in die taucht man dann nicht mehr. Ja, jetzt hatten Sie die Gelegenheit zu überlegen, Sie möchten sich zu Wort melden, bitte kommen Sie doch nach vorne ans Pult und reden Sie dort in das Mikrofon, und dann können Sie an beide ReferentInnen Ihre Frage stellen. Wenn Sie kurz Ihren Namen sagen würden. Ja, Irene, das ist griechisch, bedeutet Frieden. Der Nachname beginnt mit S. Ganz kurz drei Punkte. Erstmal danke für die Ausführung. Ich muss über einiges nachdenken. Ich wüsste gerne, wie Herr Dr. Eichele zu dem Thema gekommen ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt an Frau Dr. Kurt. Ich habe mit Interesse zugehört. Ich werde auch ein bisschen drüber nachdenken. Stichwort Burschenschaften und Co. Warum finden Sie das Buch spannend? Letzter Punkt an eine Frage an Herrn Dr. Pausch. Sehr viel Kritik über namhafte Philosophen, Adorno war auf der Briefmarke, Professor Menke ist sicher auch ehrenwert. Ist es nicht so, dass man aus verschiedenen Aussagen immer irgendwelche Sätze entnehmen kann, die nicht so gut sind, die vielleicht ein bisschen missglückt sind oder stark missglückt sind? Das wüsste ich gerne. Und wer ist letztendlich, also da würde ich auch gerne mal 1, 2, 3 konkrete Namen hören, jenseits von Fehl und Tadel. Das heißt, gibt es denn wirklich Philosophen, Autoren, Politiker aus dem 18., 19. Jahrhundert, die akzeptabel sind? Also ich denke jetzt nur ganz kurz an Ludwig Börne, da ihm ist ja auch ein Schild gewidmet auf dem Hambacher Schloss. Dankeschön. Ja, in welcher Reihenfolge wollen wir vorgehen? So rum? Ja, wie ich auf das Thema gekommen bin. Also, ja, zufällig. Also das ist eigentlich, bin ich jetzt nicht so der politische Philosophie-Fex, sondern mich hat vor so 15 Jahren ist mir die Ehre widerfahren, für die philosophische Bibliothek des meiner Verlags Fichtes Reden an die deutsche Nation neu zu machen, und zwar aus dem schlichten Grund, weil mein damaliger Chef, der darum gebeten worden ist, der Idealismus-Spezialist war, keine Lust auf den Mist hatte. Und dann habe ich das eben gemacht. Und ja, dann hatte ich das, ich fand das doof. Ich habe das auch im langen Vorwort reingeschrieben, wie doof ich das fand. Und damit war das soweit erledigt. Und und dann begann halt die sogenannte neue Rechte irgendwie durch die Zeitungen und durch die Nachrichten zu marschieren. Und ich habe wahnsinnig viele Sachen wiedererkannt. Also weil natürlich, wenn man so ein Buch dann mal herausgibt oder macht, dann liest man auch drumherum ein bisschen. Und ich habe eben einfach viel wiedererkannt.
Und habe dann quasi strategisch weitergelesen und habe mir überlegt, was da noch so alles dazu passt. Dann gab es halt diese naturwissenschaftlich-biologische, also sozialdarwinistische Linie, da habe ich gelesen und habe eben als bekanntesten Autor Ernst Haeckel gefunden. Und dann gab es diese nordisch-mythologische, dann habe ich diesen Hermann Wirth gefunden. Gut, und das Politische, ja gut, da habe ich halt den irgendwie gedacht, der ist irgendwie der fürchterlichste, dann nehme ich Mörder-Fantenbrock. Ja. Und so ging das dann eben weiter. Und es ist auch so, dass Herr Kubitschek und Herr Höcke in ihren Veröffentlichungen Literaturtipps geben, durch die habe ich mich fleißig durchgeackert. Ja. Also, und dann ergab sich das eben so. Und dann hatte ich also einen Haufen Material zu diesem Thema. Mir war eigentlich fürchterlich schlecht und ich wollte das, also ich habe das tatsächlich zuerst einfach nur so gemacht, also ohne jetzt den Plan, ein Buch machen zu wollen dazu. Mir war dann aber irgendwann schlecht und es wurde immer mehr mit den Nachrichten und dann habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt muss es raus. Und dann habe ich das Buch jetzt geschrieben und seither ist mir besser. Ja, warum finde ich das Buch gut? Ich finde es aus mehreren Gründen gut. Zum einen finde ich es unglaublich originell. Also es ist ja ein Buch über die neue Rechte und wie bei jedem Thema ist es natürlich so, dass wenn man, also es gibt unzählige Bücher über die neue Rechte und viele sind ähnlich. Das ist nicht schlimm, weil wir sozusagen alle aus Wissenschaft und Publizistik eben, wir sind eben nicht alle Originale und die allermeiste Zeit sind wir ganz furchtbar unoriginell und stehen quasi auf den Schultern von anderen. Das ist nicht dramatisch. Das ist eigentlich nur dann dramatisch, wenn man sich wie manche dieser Philosophieprofessoren dann für das Größte überhaupt hält. Und dieses Buch hat einfach, weil es ein philosophischer Zugang ist, ist es einfach ein vollkommen anderer Zugang. Und ich habe sozusagen, das ist jetzt nicht so, wenn ich ansonsten ein Buch über die neue Rechte lese, dann denke ich bei vielen Sachen, oh, kenne ich schon, oh, dieses Zitat schon wieder. Und dann freut man sich, wenn irgendwo ein Kapitel ist, das anders ist und das neu ist. Aber hier ist es so, dass wahnsinnig viel neu für mich war, sozusagen, weil es ein ganz anderer Zugang war und weil der Herr Eichle das wirklich originell neu gemacht hat. Also Sie werden wahrscheinlich dafür auch Kritik kriegen an der einen oder anderen Stelle, wo dann Kollegen sagen, ah, vielleicht kann man an dieser Stelle irgendwie diese Linie oder diesen dicken Strang gar nicht ganz so ziehen. Und da ist vielleicht auch was geklettert, aber das ist gar nicht der Punkt, das gehört ja dazu. Sondern es ist tatsächlich einfach ein ganz anderer und wie ich finde, sehr, sehr interessanter Zugang. Und was mir außerdem sehr gut gefallen hat, man muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin keine Philosophin, aber ich lese natürlich auch manchmal zumindest politische, also Schriften aus der politischen Philosophie. Und am allerliebsten in diesen Schriften lese ich die Vorworte bzw. die Einleitung. Ich hatte es vorhin schon gesagt und zwar deshalb, weil ich das so großartig finde, also so wirklich lustig, belustigend, wie diese Gelehrten vormaliger Zeiten in einer unglaublichen Selbstüberschätzung, also gar nicht merken, ich glaube, nicht merken, wie unfassbar komisch sie sind. Also beispielsweise Schopenhauer, ne, der sozusagen sagt, dieses Buch enthält einen einzigen Gedanken. Ja, dieses Buch besteht aus zwei Bänden, hat knapp 1500 Seiten. Das ist sozusagen, da muss man sich eigentlich schon fast totlachen, wenn man den ersten Satz liest. Und dann stellt er fest, die allermeisten werden diesen Gedanken nicht verstehen, denn es ist quasi notwendig, dann wird aufgezählt, man müsse das Werk Kants kennen. Man müsse außerdem quasi die Einleitung mindestens zweimal lesen, danach irgendwie Kapitel, ich glaube das Schlusskapitel, und danach könne man zur eigentlichen Lektüre übergehen. Es wäre aber gut, auch bestimmte Schriften auf Sanskrit zur Kenntnis zu nehmen, Hegel selbstverständlich sowieso, und ansonsten bräuchte man mit diesen 1500 Seiten gar nicht erst anzufangen. Und man hat das Gefühl, das kann doch eigentlich nicht der Ernst sein, aber es ist sein Ernst, ja, und es gibt wirklich viele von solchen Vorworten und ich finde, als Philosoph, das ist so unprätentiös, wie Sie das schreiben, also da ist so viel, da steckt quasi so viel Humor drin, also wo Sie quasi auch die eigene Kollegenschaft und die eigene Zunft so ein bisschen auf die Schippe nehmen und das hat mich als Politikwissenschaftlerin wirklich sehr beglückt, ja, also das, es ist wirklich auch ein Vergnügen, das zu lesen.
Ja, vielen Dank an Sie, liebe Irene. Eine kurze Rückmeldung. Also aus meiner Perspektive, natürlich ist in jedem gedanklichen Werk, ob philosophischer Natur oder aus anderen Fächern und Disziplinen herstammt, so, dass es sehr gute Gedanken und klare Gedankengänge gibt darin und dann eher dunkle Stellen und mal besser, mal schlechter, völlig klar. Und ich kann nicht sagen, es gibt nur die Guten und das sind ABC und die Schlechten sind XY und Z und dazu gehören Fichte und Hegel. So einfach ist es natürlich nicht, aber es gibt, meine ich, besser und schlechter. Und für mich sind zwei oder drei Kriterien dafür maßgeblich, da auch den Weg durch diesen Dschungel zu suchen. Ein Kriterium ist die Verständlichkeit der Begriffe und die logische Klarheit der Argumentation. Und das finde ich bei einigen besser und bei anderen schlechter entwickelt. Ein zweiter Gesichtspunkt für Qualität ist für mich, wird darin so etwas entwickelt wie ein Determinismus, also eine spekulative Geschichtsphilosophie, ja oder nein. Und wenn ich die darin finde, in einem solchen politischen oder philosophischen Werk, dann sehe ich das mit sehr großer Vorsicht an, weil ich davon ausgehe, und jetzt nenne ich den Namen nochmal Popper, die Zukunft ist offen. Und ich glaube nicht, dass notwendig Geschichte auf ein bestimmtes Ziel hinaus verläuft. Das fände ich sehr, sehr problematisch. Und Ihr Name, Irene Frieden, gibt vielleicht noch ein drittes Kriterium an. Ich möchte auch solche Werke für qualitativ besser halten, die dazu beitragen, den Frieden innerhalb einer Gesellschaft oder auch innerhalb der Weltgesellschaft zu verstärken. Und nicht solche Werke, die dazu beitragen, dass Streitpotenzial ausgeweitet wird oder das Ganze dann vielleicht sogar in Gewalt hineinführt. Ob das nun rechte oder linke Gewalt ist, das ist für mich gar kein Unterschied. Aber ich möchte gerne eine philosophische und politische Literatur lesen und die halte ich dann auch wirklich für gut, die zu einem friedlichen und gerechten Miteinander beiträgt. Das waren so drei Qualitätskriterien. Da könnte ich Ihnen natürlich Namen nennen. Karl Popper finde ich gut. Im 18. Jahrhundert ist Kant für mich wichtig. Den Trendelenburg finde ich gut im 19. Jahrhundert, weil er den Hegel so klar widerlegt hat. Solche Leute werden viel zu wenig gelesen. Und meine, da lohnt es sich, an den Quellen zu schöpfen. Ja, nun sind wir aber auch zeitlich schon wieder am Ende unserer Veranstaltung, obwohl sie hochspannend war für mein Empfinden. Und ich möchte Ihnen beiden auf dem Podium ganz herzlich danken dafür, dass Sie heute angereist sind und sich dem Gespräch gestellt haben und aus dem Fundus Ihrer Kenntnisse und Ihrer Erfahrungen und Ihres Denkens etwas hier beigetragen haben, was, glaube ich, bereichernd ist und was wir mit nach Hause nehmen können. Und was die Personen, die jetzt auf den Bildschirmen uns zugeschaut haben oder das noch in Zukunft dann abrufen werden, das wird ja auf YouTube bereitgehalten, was diese Personen dann auch nutzen können, um ihr eigenes Urteilsvermögen zu schärfen. Denn das ist wichtig, wir sind Evangelische Akademie und das heißt nicht, dass wir Ihnen fertige Lösungen präsentieren, sondern wir wollen Denken anregen und Ihnen auf den Weg geben, dass Sie Ihre eigenen Urteile bilden sollen, gern auch im Widerspruch. Das dürfen Sie tun, aber dazu muss man sich an guter Literatur, an guten Gedanken reiben können. Die wollten wir Ihnen ein Stück weit mit auf den Weg geben. Jetzt verabschiede ich mich auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung, im Namen von Simon Schüler-Klöckner, der dazu beigetragen hat, dass diese Veranstaltung stattfinden konnte in der heutigen Form, und wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und hoffe, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Auf Wiedersehen, alles Gute auf dem Nachhauseweg.